Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima Underworld. Wir sind immer noch auf Level 2 und wollen jetzt mal hier in diesem Bereich gucken. Haben wir... Ja, hier haben wir jemanden, mit dem wir reden können. Guten Tag. Wie üblich haben wir hier eine Art Türsteher. It's been a long time since we of the folk have seen one such as ye. Be ye an outcast from above or an outsider? I'm attempting to rescue a kidnapped girl. Ah, yeah, I heard of such a thing. That's why you have no gear on you. This isn't a safe place these days, I tell ye. Perhaps some other of the folk might know more about that, I mean. Is there anything else I can help you with? Vielleicht die Tür aufmachen? Kannst du let me through those portcullis? Very well, you seem a reasonable sort. Just mind your manners and don't murder us all. And you'll nay have trouble with the folk. Wir sind, ne, vertraglich, wir können das, ne, es sind keine Zwerge. Obwohl, würden Zwerge sich selber als Zwerge bezeichnen, würden sich wahrscheinlich, ist ja, ist schon recht so. Now, before you meet the rest of the clan, is there anything else? Oh, nee, danke. Trade items? Was hast du denn? Oh. Okay. Exchange. Können wir haben Checkout. I do not wish. Farewell. Okay. Guten Tag. Du bist ganz normal groß und das ist auch keine besonders niedrige Decke. Ja, ihr müsst bewerten, auf whom I've heard. What can I do? Okay. What's spreads around? Searching for a kidnapped girl. Terrible, ain't it? I hear a troll carried her below. I hope all turns out well for ye. And her, but whatever. Up here we have enough problems of our own. Ja, aber ich meine, ich bin ja das wahre Opfer. Ich meine, ich bin auch ein Opfer, aber in diesem Fall dieser Idiotie des Barons oder was auch immer das da war. What problems? Maybe you can help us. Dafür bin ich bekannt. Our mines in the southeast have been invaded by a fearsome beast floating in the air with many tentacles. Ah. Floating tentacle monster. If you can defeat it, all mountain folk would be eternally grateful. Okay, I wonder if you help me with this task. Ah, Shack. Maybe the one you want. A smith he is, and knowledgeable in the ways and workings of his trade and the world. King Goldthirst. Schöner Name. You should seek out too, if you wish to gain his favor. Okay, hast du irgendwas Besonderes? Okay, ihr habt netten Kram. Du hast, das sind nette, okay. Okay. Wir sind ja also in den bei den Zwergen. Quarters of Corby. Okay, wollen wir mal zu Corby gucken? Hallo Corby. Okay, du hast ein Doppelbett, Wohlstand. Oder zwei Betten genau genommen. Du bist siehst anders aus. Bleib mal hier. Willst du zu Bett? Nee. Hast du come to add to my torment?
Die war mir Eschel Easter Pain, das klingt so, als würde ich ihn gleich abstechen wollen. Ein bisschen, ne? Psycho. Aber, auf what torment does thou speak? Why, the torment of lost hopes of disillusionment. Das hat viele Silben. Oh, is that all? Can I help? Well, I'm beyond thy help. Nein, no, not truly hopeless. Gottes Willen, das ist. Ich sage das ehrlich, aber ich glaube, das ist die richtige Antwort. Wait, my cause is lost, but perhaps I can help. Yet help thee. Okay. Tell me of Sir Cerberus. I shared the great dream of Sir Cerberus that the Avatar's way could be pursued by all folk. Klein geschrieben, also nicht nur die Kleinen, sondern auch die anderen. We saw together all intelligent species here in the abyss. And teach them to live in harmony. Na, wieso das nicht funktioniert hat, Leute zwangsumzusiedeln in ein Untergrundverlies ohne Tageslicht mit Monstern und Vulkanen unten drunter. Und das hat nicht funktioniert? Mensch, glaubt es gar nicht. Und auch noch mit einem engen Regelwerk, was man tun und lassen darf. Ist schwer vorstellbar, dass das nicht gut funktioniert hat. Sir Cerberus, ein Visionary. stell dir vor, die Kommune im Keller. Also, es ist das. Also. Und noch mit allen möglichen. Ja, und vor allem total unfrei. Also, es ist. Also, eine. Na, klerikal ist es nicht, eine. Eine Art dogmatische Kommune im Keller. Fantastisch. Okay. Alas, it was not to be. Sag bloß. The constant bickering proved too much for kindly Sir Cerberus, and he perished in his sleep. With a dagger stuck in his throat. Also eines natürlichen Todes gestorben. Wie wir aus Menzo Baranzan wissen, and he perished. Some said he was poisoned, but I know he died of a broken spirit. Also schlechten Schnaps getrunken. Okay, schnell. Ja, ich. His life's work was in this place. Und wo redest du weiter? Wieso nicht oben? Wieso? Das ist nicht gut. Macht sowas nicht, Entwickler. His life's work was hier unten. And as he watched it crumble, his heart broke as well. Also spirit broken, heart broken, mind broken because of stupid ideas. Okay, er war ziemlich kaputt. I'm sorry to hear that. Das. Did nothing good come out. Ja, wir haben jetzt hier Leute angesiedelt, die es auf dieser Welt eigentlich gar nicht gibt. Wie wir die hierher gekriegt haben, wissen wir nicht. Wir haben sie hier nicht nur eingesperrt, sondern auch noch hierher umgesiedelt. Also, da ist nichts Gutes bei rumgekommen. Aber wahrscheinlich wird er mir jetzt irgendwas erzählen von den guten paar, die. He was a fool. Ja, das sagen wir nicht. Das sagen wir nicht. Ich meine, wir sind ja ähnlich drauf. Ne? Also wir finden ja auch, dass die Virtues alles von sich aus regeln. Also das, ne? I'm sorry to hear that. Does aught remain of his dream? Well, Sir Cerberus did gather a number of artifacts with interesting properties. Okay. Whatever. Aus Anomalies. It's interesting, he thought the use of these artifacts might assist the colonists
As they pursued the way of the Avatar. Ja, ja, aber da sind Stalker gekommen und haben sie geklaut. Ich bin schon ruhig. Unfortunately, the objects were misused by the folk he hoped to help. Okay, also die Eingesperrten, hierher deportierten, im Dunkeln lebenden, von Monstern belagerten Einwohner haben die Artifacts nicht im Sinne der Tugendhaftigkeit eingesetzt. Ich bin schockiert. How so? Each of the 8 items gathered by Sir Cerberus embodied one of the virtues, but those who now possess the items keep them merely for their intrinsic value, not their higher purpose. Ich finde das alles, ich finde das mildly amusing. Aber es ist alles ganz tragisch und Corby guckt sehr ernst. Das ist schon wieder das, was ich sagen wollte, aber will ich nicht. Nein, ich bin. Cerberus ist der Gute. Also, der Visionär, naive Visionär. Babbling Fool, aber er ist. Pity, but not give me. Then I shall find these artifacts and put them to proper use. Because when I use them, it is virtuous, because I'm virtuous. By definition. Shut up. Oh, okay. It's the deed for the way to help. Aye, but you must tell me of the Cerberus. Is this it? Best retailer. Erzählst du das gleiche? Ja, erzählst das gleiche. Cerberus, did nothing good come of it? Gotta know. Okay, das ist das gleiche. Ich will nicht zu ruppig sein, nicht, dass er sich ja dann noch gleich erhängt oder so. Aber, hat ihn nicht gestört, ne? Weil da stand ja nichts belonging to you. Ich meine, es sind nur deine Quarters, deswegen warum sollte... Warum, mit wem... Wer ist hier dein Zimmergenosse? Bleibst du hier eigentlich drin? Weil dann wäre das ganz praktisch, wenn ich... Nee, bleibst du nicht, okay. Toilette hast du auch. Oder Bad, was auch immer. Können wir dich hier irgendwie wieder reinlotsen? Wahrscheinlich nicht, ne? Du bist jetzt für immer raus. Nee, gut. Oder gehst du wieder rein? Weil dann können wir die Tür zumachen und wissen auch, wo du bist. Ich weiß gar nicht, ob NPCs in dem Spiel Türen aufmachen. Also, abgesehen von den Geskripteten, die den Knopf betätigen. Aber wenn... Ob er von sich aus dem Raum rauskommt. Wahrscheinlich. Gottes auf Mordor. Mondor. Mondor Perks. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles nur halb so wichtig. Upsa. Mit... So. Okay. Gehen wir erstmal den Perimeter, glaube ich, ab, oder? Das sieht wichtig aus. Massive Door. Okay, also wir haben Mondor.
Friendly Mountain Men. Und ich meine, das ist schon ein bisschen... Ich war das sehr entfernt. Erinnert das so ein bisschen an die Optik der großen Halle von Moria. Ja, ich weiß, sehr entfernt. Aber so ein bisschen. Lass mich raten, du bist Goldthirst. Na gut. Mal speichern, ne? Bevor wir uns mit dir verderben. Guten Tag, der Herr Mountain Folk. Greetings, Traveler. I'm Goldthirst, Leader of the Mountain Folk. Welcome to our hall. Lord, damit machen wir ihn kleiner, als er ist. Thank thee, O Dwarf King. Klingt ein bisschen... Ich meine, man würde auch nicht Hallo Menschenkönig sagen. Das ist irgendwie ein bisschen, ne? Greetings, Your Majesty. Klingt am besten. Majesty, is it? Well, Lord, good at flattery, if nothing else. Ja, ich bin der Avatar. Flattery is a virtue. From now on. It would be difficult to flatter one so noble as these. Okay, das ist wieder... I beg thy pardon, I did not intend to insult thy intelligence with flattery. Das ist nicht zwangsläufig immer der Fall, aber also wenn man es so plump macht, schon. Obwohl, ich meine, das war ja nicht mal plump. Ich meine, er ist von Gold umdingst. What? Okay. Ja, gierig ist er. Man muss ja irgendwie König geworden sein. Thou art aware that it is customary to offer a gift when granted an audience? But I'm giving thee the blessing of my company. My apologies, it's a different custom where I come from. Lordship. Okay, Gift. Was können wir dem geben? Was brauchen wir nicht mehr? Ich meine, so ist das ja mit Geschenken. Was man selber nicht braucht, kann man weitergeben. Jetzt, deswegen hätte ich diesen ganzen Müll mitnehmen sollen. Okay. Okay, Goldthirst, machen wir uns mal eine Notiz. Bist du hier irgendwo? Da. Goldthirst. Upp, falscher Zauber. Okay, lass mich raten, dahinter ist deine Schatzkammer und das Gold ist alles belonging to Mount Man. Ja, zu welchem wohl? Obwohl, vielleicht ist das hier so wirklich Community. Also vielleicht gehört das allen. Aber glaube ich irgendwie nicht. Nicht, wenn der König Goldthirst heißt. Mal gucken, vielleicht hat Mondo ja auch eine Idee, was ich habe jetzt keine. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir dem König geben sollen. Vielleicht einfach buchstäblich irgendwas. Obwohl, wenn der Goldhurst heißt, dann will der wahrscheinlich Gold haben. Und ich meine, wir haben bisher noch nichts kaufen wollen, aber. Seid ihr alle. Wir haben noch nicht wirklich was kaufen wollen. Vielleicht reichen ja wenige
Goldmünzen aus. I seek information. Shark, Smithy is, okay. If you wish to gain his... Okay, hier kommen wir interessante Sachen. You may be able to offer my services in return. Maybe you can help us. All in due time. So, jetzt bin ich hier hoffentlich genug umgelaufen. Ist das hier... Na. Ja. Es ist gar nicht so einfach, sich umzudrehen und eine Tür einfach wieder zuzumachen. möchte nicht, dass du hier ausbüchst, Kollege. Greetings to you, Wärtner. What brings you? Okay, du bist... Okay, to exchange items. Also bisher hat keiner... Nehmen wir mal an, dass die alle das Gleiche haben. Bisher hat keiner was, was ich unbedingt haben will. Und hier haben wir noch was zu essen. Das ist gut und so, aber... Da waren wir noch nicht. Wo war denn die Massive Door? Also hier, nee. Irgendwo war eine Massive Door. Ich meine, du wirst schon Grund haben, dass du einen Namen hast. A locked door. Okay, das muss ich irgendwann auch nochmal ausprobieren, was das genau macht. Und wo ich es überhaupt hingetan habe. Habe ich das hier reingetan? Ja. Serviceable leather boots, serviceable leather leggings, serviceable leather boots, cauldron. Brauchen wir das nicht für dieses eine Rezept? Nicht eine Cauldron. Ich könnte mir vorstellen, dass die... Okay.
Die sind zum hier benutzen. Vielleicht könnten wir auch, obwohl da haben wir, hier haben wir kein Feuer. Okay, nächster Raum. Ne. Oh, das ist eine Community im Sinne von Community. Please partake freely. Machen wir. Aber ist abgeschlossen. Aber zum Glück haben sie ihren Schlüssel rumliegen lassen. So, was haben wir hier? Kann man nichts mehr machen, ne? Können wir da reingucken? Nee. Patrol. Okay, ihr habt Items, die man schon hat, wenn man... Okay. Rohr und Buckler. Okay. Wir haben Serviceable Dagger, Somewhat Used Torches und One Axe. Ich meine, wir... Nehmen wir alles mal. Haben wir zufällig gerade Hunger? You're currently hungry. Dann ess doch mal ein Toastbrot. Okay, also hier haben wir definitiv Kram. One X. Ehrlich gesagt, brauchen wir davon erstmal noch nichts. Lassen wir das mal hier. Okay, Spiel, wenn... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh nein, oh Gott. Okay. So, die Tür machen wir gleich wieder zu. Gar nicht so einfach ist. Hm. Stehe ich im Weg oder? Offensichtlich stand ich im Weg. Also das, was wo der Avatar vorne aufhört, ist viel weiter weg von mir, als ich so aus dem normalen Leben gewohnt bin. Also wir breiten uns nach vorne hin viel weiter in die Welt aus, als es den Eindruck hat. Also es ist die Perspektive ist ein bisschen kompliziert zu begreifen. Naja, nicht zu begreifen, aber sie ist ein bisschen, kompliziert, finde ich. Also wir sind, ich weiß nicht, so als ob wir so den Kopf ganz, also so den Kopf nach hinten, ganz hinten haben und sozusagen Oberkörper und Unterkörper so nach vorne geschoben haben, weil wir sind viel weiter im Sichtfenster als ich denke. Also das ist... Das
Okay, so waren wir jetzt. Okay. Na gut, ich meine, wir können Goldthirst. Was können wir Goldthirste geben? Was ist denn etwas? Wir könnten ihm irgendwas zu essen geben, davon haben wir so viel. Das klingt nach einer guten Idee. Und ich meine, wenn man nicht weiß, so was Nettes zu essen mitbringen, ist da immer. Wir müssen nach Süden. Süden ist da. Bin ich gerade nach Norden gelaufen? Ja, der Punkt ist Norden. Das ist wieder falsches Computerspiel. Der rote Punkt ist Norden. So. Hier ist eine Massive Door. Wo sind wir hier? Habe ich das? Oh. Da geht sie wieder raus. Das ist ja praktisch. Door is locked. Haben wir da den Schlüssel für? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja. Okay. Gut. Dann brauchen wir den Kollegen mit dem Gitter nicht. Weiter nach Süden. So und so und so und so. Ja, eine Menge Mountain Folk. Okay. Nehmen wir an, die Türen sind zu. Sind sie nicht? Okay, okay, aber wir erstmal mit dir reden. Okay. Wie kriege ich das darüber? So. Okay, it will do as opposed to mast go now? Ich nehme an, es hat ihm nicht gefallen. Genommen hat er es aber trotzdem. Okay, deine Lebenserwartung hat sich gerade radikal verkürzt, mein kleines Arschloch. Aber nein, ich bin der Avatar, ich bin, obwohl, da ich ja immer recht habe, Moment. Ne, mal gucken, vielleicht hat er, ich weiß, er hat bestimmt nützliche Informationen. Aber ich habe, oh, hallo. Steeltoe. Du hast einen Namen, das klingt wichtig, bleib mal hier. Halt! Who goes there? Ein Wärter. What is thy business here? Talking to you. Other. Goldthirst business? Okay. Ja, dann geh mal aus dem Weg, du Vollpfosten. Okay. Cast and eradicate evil. If you wish to gain this favor, könntest du mir sagen, wie? Also, was ich ihm schenken soll? Ich meine Geld, ne? Da stellt sich die Frage, wie viel?
Okay, wir probieren das nochmal mit ein bisschen Geld. Wo habe ich mein Geld? Hier. Wie mache ich das? I have a gift for you. This is indeed a goodly gift, and I thank thee for it most kindly. Okay, 10 haben gereicht. Ich hoffe, das war nicht zu viel. Weil ich meine, Geld bezahlen nur dafür, dass du mit mir redest, ist ja fast ein bisschen wie, aber... Naja, wollen wir mal nicht zu sehr drüber nachdenken. This is indeed a good gift, and I thank thee for it most kindly. Aus ganzer Frustration habe ich jetzt meine Stimme vergessen. Ist egal. Would care to see the treasure chamber to which it will be added? Oh yes, very much. Indeed, I suppose thou wouldst, Mage. Okay, ein bisschen too eager. Many should like to see my treasure. Touch it, stroke it. What? Okay, perhaps steal it. Okay, ich dachte, wollte ich lieber nicht vorstellen, was er damit macht. That is what thou wouldst like, isn't it? To rob me blind after I was foolish enough to invite thee. Ich hab dir gerade Geld gegeben, du Vollpfosten. Guards, guards, arrest you. Not my intent to upset thee. Call of thy guards, I will leave. Okay, also du bist ein Problemzwerg. Das können wir, denke ich, schon mal durchgehen. Also. Du bleib mal schön hier drin. Für den Fall, dass ich dich noch brauche. Okay. Man muss wirklich den Pixel treffen. Also das, okay. Also jetzt nochmal. Also Gold war ja keine schlechte Idee. Nummer 5. Okay. Für wahrscheinlich würde 1 reichen. Wahrscheinlich bist du so paranoid, dass ich nicht mal das machen sollte. No, but I thank thee. Oh, das ist das ganze Gespräch dann? Ach, sag mal, was soll denn der Bullshit? Okay. Du gehst mir jetzt schon tierisch auf den Senkel. Nämlich dran, dass ich, wenn ich, bevor ich hier das Spiel durchspiele, dass ich mal zurückkomme und dir auf den Kopf haue. Aber da muss ich wahrscheinlich alle Zwerge umbringen und die sind ja, manche sind ja ganz nett. Nein, ist immer das falsche Ding. Es ist hier. Immer weniger. Okay. Also sagen wir mal, 5 scheint es zu sein. Vielleicht ist es auch zufällig. Only if your lord should insist.
Thou shalt see it for thyself. Take thee to the end of the hall from which thou didst enter and say the word. Okay, ja. Immerhin haben wir was Hinweis bekommen. Gottes Willen. Gottesst. Dico Morono. Also Moron, glaube ich dir. Passwort. Treasure Chamber. Okay, also wir sollten ihm nicht schmeicheln. Also gar nicht. Stattdessen sollen wir ihm Geld geben. Und mehr können wir nicht machen? Ha. Okay. Goldhurst Business. I doubt your privacy is legitimate if you know not the password. Oh, oh, wenn da Other steht, können wir was eingeben. Okay. Greetings, noble sir. Okay, jetzt habe ich seinen Freundlichkeitsknopf gefunden. Enter with honor and look upon the magnificent treasure chamber at low... of Lord Goldhurst. Okay, dieser leere Raum. Ist das irgendeine Art von Satire? Was will ich mit der Scroll machen? Magical Scroll, okay. Okay. Temp. Okay, hier ist irgendwas. Kümmern wir uns noch drum. Okay, City Treasure Chamber.
das mal an uns. Nehmen wir auch mal an uns. Ist die Treasure Chamber vielleicht irgendwie ganz woanders? Und ich finde... Hier vielleicht? Er hat irgendwas gesagt, von wo wir geentert haben. Muss ich mir nochmal angucken, was er genau gesagt hat. Aber ich würde sagen, für heute langt es auch hin. Anstrengend genug mit dem Kollegen Goldthirst zu reden. Hier hieß Steeltoe, ne? Vielleicht ein Grund. Ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Vielleicht habe ich da ein bisschen besseren Überblick. Also die wollen, dass wir irgendein Monster in den Minen killen, ne? So habe ich das doch richtig begriffen. Nur das wundert, was mich wundert, dass Goldthirst da überhaupt nicht drauf eingeht. Vielleicht reagiert er erst, wenn wir es gekillt haben oder so. Ja, schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, ja, gucken wir beim nächsten Mal weiter mit diesen Zwerg, mit den Mountain Folk. Und gucken wir mal, was wir hier noch so rauskriegen können. Okay, also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, hier bin ich nochmal mit einem kleinen Nachtrag. Ich habe gesehen, als ich mir bei der Videobearbeitung das Video nochmal angeguckt habe, dass ich eine Option hier ignoriert habe. I'm in search of adventure. Wir können ihm uns Gift geben. Und das hat uns ja nirgendwo hingebracht. Also das hat uns das Passwort gebracht, aber nicht das Typische, was man von einem vom Zwergenkönig erwartet, nämlich irgendwie Aufträge. Must be going ist das hier, habe ich übersehen. Also wir können nach dem Passwort fragen, wir können wieder abhauen und wir können I'm in search for adventure machen. Perhaps we can help each other. Das ist das, was... Okay. I have need of such an adventurer as thyself. Our minds have been invaded by a terrible monster. Indeed, perhaps I can help. Excellent. Are you at last? My people, at least those not too valuable to lose, are all too afraid of the beast to dare face it. It is a fearsome beast covered with tentacles and with many eyes. Ah, a tentacle flying tentacle monster with many eyes. If thou art brave enough and you slay the creature, I shall reward thee handsomely. It shall be done. Okay. Und ich könnte mir vorstellen... Ja, hierfür war das Passwort. Also ich nehme an, das hier, wo wir runtergeguckt haben, in diesen Abgrund, das ist wahrscheinlich die Treasure Chamber. Hier das Gold... Oder ist das... Ich meine, aber das Passwort für die Treasure Chamber, also das muss da sein. Da ist das bestimmt. Und in den Minen und okay. Ich würde sagen, wir werden dann beim nächsten Mal... Terror Monster. Eine Sache will ich auch noch ausprobieren. Ich meine, wenn wir jetzt schon einen Nachtrag machen, dann kann ich noch ein bisschen mehr Nachtrag machen. Kann ich das hier irgendwie benutzen? Es ist ein Zauber namens Daylight. Okay, gut. Das ist nicht etwas, was ich machen will. Jetzt. Also ist aber gut zu wissen. Okay. Kümmere ich mich um das Inventory Management, kümmere ich mich um ein andermal. Ich denke, vielleicht sollten wir nochmal ein bisschen unser Glück bei dem Schrein versuchen, mit dem Aufleveln. Weil wenn das in Flying Tentacle Monsters with many eyes. Was könnte das in der Ultima World sein? Verdammt, weiß ich gar nicht. Also es klingt auf jeden Fall nach einer größeren Unternehmung. Und wenn wir schon so Schwierigkeiten haben mit einfachen Würmern und so, ist das vielleicht nicht die beste Situation, um dagegen zu kämpfen. Wir könnten erstmal noch ein bisschen rumgucken.
Wir könnten erstmal noch den Bereich außerhalb der Minen erkunden. Vielleicht erfahren wir ja noch ein nützlicheres Mantra. Und dann hoffen wir darauf. Ansonsten vielleicht leveln wir ein bisschen auf und ansonsten gucken wir einfach mal in die Minen. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Okay, ja, das war's jetzt aber. Das wollte ich nur noch nachtragen. Wir haben jetzt also den offiziellen goldthirstigen, arschlochigen Auftrag, ihm zu helfen. Was wir natürlich total gerne machen, weil er sicherlich irgendwas für uns hat. Okay, also beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis dahin. Tschüss.